In seiner Zeit bei KFC zeigte er, dass er nicht nur ein fairer Sportsmann, sondern auch ein herzensguter Mensch war. Er war beliebt bei Spielern, Mitarbeitern und Fans. Im ersten Spieltag der diesjährigen Regionalliga-Saison war er mit der zweiten Mannschaft des ersten FC Köln, der Rundburg, zu Gast und hatte hier viele Hände zu schütteln. Jeder, der ihn persönlich kannte, weiß, was für einen liebenswerten Menschen wir verloren haben. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, der wir in dieser schweren Zeit viel Kraft wünschen. In einer Schweigeminute wollen wir nur unkurzweilig gedenken. Vielen Dank. Thank you.